Diese Ableitung mit Hilfe des Grenzwertes des Differenzenquotienten zu berechnen, ist natürlich fürchterlich mühsam und das braucht man auch für die praktische Anwendung natürlich überhaupt nicht. Für die elementaren oder ich sag mal Grundfunktionen kann man sich das vorab überlegen und das möchte ich jetzt einmal aufschreiben. Damit haben wir das geklärt. Im Skript steht die Tabelle nicht. Im Skript stehen die Ableitungen jeweils dort, wo diese Grundfunktionen diskutiert werden. Also, ich mache hier eine kleine Tabelle und schreibe auf f von x und dann die zugehörige Ableitung f' von x. Ich denke mal, die allermeisten von Ihnen werden das, was ich hier aufschreibe, auch aus der Schule kennen. Wenn f von x gleich x hoch n ist, dann ist die Ableitung davon n mal x hoch n minus 1. Das Interessante ist, das gilt jetzt auch für beliebige Zahlen n Element R, also insbesondere auch für Brüche. Mit dieser Formel können Sie also auch die Wurzelfunktion ableiten. Gut, dann, das kennen Sie wahrscheinlich auch. Sinus von x, davon die Ableitung ist der Cosinus von x. Die Ableitung vom Cosinus minus der Sinus, da kommen wir wieder dort an, wo wir losgelaufen sind, aber es dreht sich das Vorzeichen um. Weiterhin die natürliche e-Funktion. E hoch x hat die besondere Eigenschaft, dass sie sich beim Ableiten nicht ändert, dann die Umkehrfunktion von der e-Funktion, der natürliche Logarithmus, davon die Ableitung ist 1 durch x. Was brauchen wir noch? Für den Moment sind wir damit zufrieden. Die Ableitung der Grundfunktion. Manchmal braucht man auch die Ableitung der Umkehrfunktion. Ich habe das hier mal mit einer kleinen Skizze erläutert. Also unten die ursprüngliche Funktion f, hier die Umkehrfunktion f hoch minus 1. Wir interessieren uns für die Ableitung der Umkehrfunktion an dieser Stelle. Wir suchen f hoch minus 1, davon die Ableitung an einer Stelle y und man kann sich überlegen, dass ich das bekomme, wenn ich 1 durch die Ableitung von f an der zugehörigen Stelle x bestimme. Mit x aus der Gleichung y gleich f von x, die muss ich vorher einmal auflösen. Natürlich funktioniert es nur, wenn ich die Funktion f auch wirklich umkehren kann, aber das ist ja klar. Die Herleitung von dieser Beziehung ist ein bisschen komplizierter, da bräuchte man die Kettenregel, aber weil wir die Herleitung überspringen, kann ich die Regel für die Ableitung der Umkehrfunktion schon praktischerweise an dieser Stelle hier unterbringen. So funktioniert das. Jetzt wissen wir, wie wir die Grundfunktionen oder einige Grundfunktionen, den Rest lernen wir dann noch kennen, ableiten können und wie man eine Umkehrfunktion ableitet. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie können wir Funktionen ableiten, die zusammengesetzt sind aus diesen Grundfunktionen und da helfen uns die Ableitungsregeln. Das ist zunächst mal die Ableitungsregeln, die sich ergeben daraus, dass die Ableitung ein linearer Operator ist. Also, wenn ich die Summe von zwei Funktionen ableiten möchte, dann darf ich die Ableitung einzeln ausrechnen. Wenn ich eine Funktion mit einer Zahl c multipliziere, kann ich die Funktion ableiten und das Ergebnis mit c mal nehmen. Die Linearität. Dann Produkt- und Quotientenregel.
die Produktfunktion f mal g abgeleitet ist f' g plus fg'. Die erste Regel, die Quotientenregel, wenn ich f durch g teile und das ableite, dann habe ich als Ableitung der zusammengesetzten Funktion f'g minus fg' und das Ganze muss ich nochmal durch g Quadrat teilen. Die wichtigste Regel und auch die, die am Umgang am meisten Übung braucht, ist die Kettenregel. Wenn ich eine verkettete Funktion ableite, dann leite ich einmal die äußere Funktion f ab, werte die Ableitung dann für g aus und multipliziere das Ganze nochmal mit g'. Diese Regeln kann man beweisen. Das finden Sie im Skript, wenn Sie das interessiert. Schauen Sie das dort einmal nach. In der Anwendung, muss ich sagen, geht das am allerbesten am konkreten Beispiel. Und das macht mit Ihnen der Herr Busch in seinen tollen Übungsvideos. Damit hätten wir jetzt die Ableitungsregeln oder die Arten, wie man, oder die Art, wie man Ableitungen berechnen kann, geklärt und damit das Thema erstmal abgeschlossen.